Jetzt erkläre ich euch, was wir für unsere Orangenkerze brauchen. Also, wir brauchen mal natürlich eine Orange, eine Kerze, einen Docht, ein Messer, einen Löffel, eine Schere und eine Öl. Olivenöl. Dass man sieht, dass man das reintun. Die Orange schmeckt lecker. Mmh, Orange. Da drinnen ist ein D-Licht-Dochthalter, damit der Docht gerade bleibt und nicht im Öl rumschwimmt. Aber nur der Dochthalter. Ja, ist nur der Dochthalter, sonst haben wir Olivenöl verwendet. Mmh. Olivenöl. Aus dem Teelicht den Docht. Der sieht dann so aus. Es geht ein bisschen schwer. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es entfernt. Und so sieht das dann, und so sieht das dann aus. Und jetzt stecken wir den Docht in die Orange. Halbierte Orange. In die halbierte Orange. Und damit das Ganze brennt, kommt jetzt das Öl hinein. Das ist ein handelsübliches Olivenöl. Ich würde auch nur Olivenöl dazu verwenden. So, jetzt haben wir etwas reingeschüttet, wie ihr sehen könnt. Und ja. Das sollte eigentlich funktionieren. Jetzt können wir noch den Deckel drauf tun. Oder ihr könnt es auch so lassen. So, und jetzt, um es euch zu demonstrieren, zünden wir das Ganze an. Jo, es brennt. Und wenn sie nur noch, ihr könnt es mit Deckel oder ohne Deckel verwenden. Ja. Brennt circa 2 Stunden. Wir haben es gerade ausgetestet und es brennt halt 2 Stunden. Also ziemlich lang. Ich hätte mir das nicht gedacht. Und man sollte auch auf die Unterlage schauen, dass das nicht... Also wir haben eine Schüssel verwendet, dass es nicht ausrinnt oder sonst irgendwas. Und feuerfest soll es auch sein. Also kein Papier oder... Ja, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mahlzeit, probiert es aus. Und schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr es findet. Ich bin selber total erstaunt, dass es funktioniert. Tschüss.